Ich höre wahnsinnig gerne Klassikradio, besonders wenn ich Frühstück mache zum Aufwachen. Genau. Anna Frohaska hat ihren ersten Echo Klassik hast du bekommen, genau. Ne? Als Nachwuchskünstlerin des Jahres. Was bedeutet dir dieser Preis? Mir bedeutet das wahnsinnig viel. Es ist ganz lustig, ich fühle mich gar nicht mehr als Nachwuchskünstlerin. Ich bin eigentlich schon fast ein alter Hase. Ich stand mit 16 Jahren, also vor 13 Jahren schon das erste Mal auf der Bühne. Professionell und verdiene seitdem mein Geld damit. Aber ich bin natürlich Newcomerin in der Plattenindustrie. Ich habe davor bei allen anderen Labels ein, zwei CDs schon rausgeholt, aber das ist wirklich bei dem großen sozusagen Mainstream-Label die allererste CD. Und es ist ein Riesenerfolg natürlich jetzt auch. Was war das für ein Gefühl für dich, von jemanden so wie Rolando Villazón und Nina Eichinger angekündigt zu werden, aber gerade Rolando Villazón als Kollege? Ja, absolut, total schön und vor allem, weil ich auch weiß, dass Rolando so ein wahnsinnig wunderbarer Kollege auch ist. Wo stellst du deinen ersten Echo-Klassik hin? Wahrscheinlich auf mein Klavier. Also da stehen auch schon meine beiden anderen Preise, die ich gewonnen habe. Das ist der Schneider-Schott-Musikpreis und der Daphne-Preis hier von der Theaterpreis von Berlin. Das ist jetzt mein allererster Plattenpreis und der hat natürlich einen ganz, ganz besonderen Wert.